Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Stefan und falls du neu hier bist und dich fragst, was hier eigentlich gerade abgeht, ich bin Landschaftsfotograf. Ich baue mir gerade ein Van aus zu einem Off-Grid-Camper-Van und ich werde heute mir sogenannte Heckverbreiterungen in mein Van einbauen. Die kennt man vielleicht auch unter Longsleepern oder einfach nur Ohren. Das hat einfach den Vorteil, ich habe hier ein L2 H2 VW Crafter. Bedeutet, der ist nur 6 Meter lang. Und wenn man da längs drin schlafen möchte, dann hat man kaum noch Platz für irgendwas anderes. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich möchte quer drin schlafen. Da ich selber aber über 1,80 Meter groß bin, ist es ein bisschen schwierig und ich kann nicht wirklich gemütlich und komfortabel hier quer drin liegen. Und deswegen haben wir im Internet uns schlau gemacht nach solchen Heckverbreiterungen. Dabei sind wir auf die Firma Funktional Design gestoßen. Und diese Firma bietet solche Heckverbreiterungen an, die habe ich mir dort bestellt. Und ich werde dir in diesem Video mal zeigen, wie wir die einbauen. Das Tolle ist nämlich, wir gewinnen auf jeder Seite ungefähr 10 cm mehr Platz. Also insgesamt 20 cm mehr Breite. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Und wie wir das genau eingebaut haben, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ach ja, diese Hoodies kann man auf landscape-hunter.com bestellen. Falls du also Bock hast, selber einen von diesen Hoodies zu haben, gibt es auch in T-Shirts, dann schau da einfach mal vorbei. Jetzt viel Spaß. Tatsächlich war ich etwas feige und wollte nicht direkt in mein neues Auto selber schneiden. Deswegen bin ich zu einem Bekannten gefahren, der eine Karosseriewerkstatt hat. Und habe mir dort etwas professionelle Hilfe geholt. Die Longsleeper von Funktional Design werden mit einer entsprechenden Schablone geliefert, die man anlegen kann. Diese Schablone mussten wir aber zumindest von innen noch ausschneiden, damit man dann auch entsprechend die Linien ziehen kann. Die fertige Schablone haben wir dann an das Auto mit Klebeband befestigt und dann konnten wir entsprechend anreißen, damit wir eine genaue Vorstellung davon hatten, wo wir am Ende entlang schneiden mussten. Und Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich gelitten habe, als ich das gesehen habe. Das neue Auto und direkt in den Lack gekratzt. Aber es musste ja gemacht werden. Wichtig ist auch, wenn ihr in die Karosserie schneidet, dass ihr alles gut abdeckt, denn natürlich fallen dort Metallspäne und wenn Metallspäne auf dem Metall liegen bleiben im Auto, dann kann da schnell Flugrost entstehen. Deswegen alles gut abdecken und danach auch immer gut absaugen. Und jetzt war es auch schon soweit, die ersten Schnitte in das neue Auto. Ich war doch sehr froh, dass ich das nicht selber machen musste, sondern dass ich erstmal zugucken konnte. Ich muss aber auch sagen, in Zukunft werde ich das mich auch selber trauen, aber trotzdem fürs erste Mal war es gut, dass da ein Fachmann mit dabei war. Die Longsleeper haben, wie du sehen kannst, auch nochmal eine Bezeichnung. Das heißt, man kann sie nicht falsch rum aufhängen und die Löcher zum Verschrauben sind auch entsprechend vorgebohrt. Diese Bohrlöcher haben wir jetzt natürlich auch in die Karosserie übertragen, damit man dann am Ende die Schrauben durchstecken konnte. Ganz wichtig ist natürlich auch auf die geschnittenen Stellen dann Primer aufzutragen, damit auch dort kein Rost sich bilden kann. Das ist der Kleber bzw. auch Dichtungsmasse, die von Funktional Design direkt mitgeliefert wird. Den haben wir jetzt auf die Kante aufgetragen von den Longsleepern, dann entsprechend angeklebt und dann auch miteinander verschraubt. Bei dem Kleber haben wir in der Spitze eine kleine Einkerbung reingeschnitten, damit der Kleber wie eine Art Dreieck aufgetragen wird und sich so perfekt verteilt, wenn wir das Ganze dann an die Karosserie rankleben. Und auch die Karosserie haben wir vorher nochmal schnell entfettet, damit dort auch der Kleber perfekt hält. Jetzt war es einfach ein Zusammenspiel mit mehreren Leuten. Die Longsleeper von außen
langsam ranzukleben und von innen immer wieder zu überprüfen, dass die Bohrlöcher sowohl von der Karosserie als auch von den Longsleepern perfekt zueinander passen und diese dann auch langsam und stetig miteinander verschraubt werden können. Nach der Montage von dem ersten Longsleeper ist uns auch aufgefallen, dass die Rundung sich noch nicht hundertprozentig an die Karosserie angepasst hat. Deswegen haben wir ein weiteres Bohrloch jeweils an den Seiten durchgebohrt, damit wir dort eine weitere Schraube platziert haben, damit sich so der Longsleeper noch besser an die Karosserie anpasst. Und ganz wichtig am Ende, putzen, putzen, putzen. Von innen sieht das Ganze jetzt so aus. Das verkleide ich dann natürlich noch ein bisschen und hier kommt ja dann auch Armaflex drüber. Das heißt, man sieht jetzt auch diese Kanten dann irgendwann nicht mehr. Aber so ist jetzt erstmal hier das Ganze in roh quasi nochmal aufgenommen. Und dann packen wir hier natürlich auch alles Mögliche noch hin, damit man hier keine scharfen Kanten mehr hat und so weiter. Aber man sieht sehr schön, wenn ich jetzt hier mal meine Hand hinpacke, das sind, ich habe es mal ausgemessen, 10,5 cm, die ich von der Kante hier bis hier hinten mehr habe. Und weiter geht's mit der zweiten Seite. Dort haben wir im Prinzip alle Schritte nur einmal wiederholt, aber du siehst das Ganze nochmal in Schnellform. An dieser Stelle auch nochmal ein Riesendank an die Firma Karosseriebau Michael, die mich bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt hat. Da packe ich euch mal den Link dazu in die Beschreibung, falls ihr selber so ein Projekt habt. Und ich packe euch außerdem auch noch den Link dazu von den Longsleepern. Bei der Beifahrerseite besteht natürlich das Problem, dass die Schiebetür sich nicht mehr öffnen lässt, wenn man den Longsleeper montiert hat, weil er einfach zu weit raussteht. Deswegen habe ich mir von VW einen originalen, größeren Laufwagen bestellt, den wir dann eingebaut haben. Aber selbst dieser größere Laufwagen reicht nicht aus, um den entsprechenden Abstand von der Tür zum Longsleeper herzustellen. Deswegen haben wir zusätzlich noch Abstandshalter hinter die Laufschiene gepackt und außerdem auch noch Teile des alten Laufwagens verwendet, um noch mehr Abstand zu gewinnen. Leider ist der Kameraakku jetzt alle gewesen. Wir haben jetzt auch noch mal hier von außen eine entsprechende Abdichtung hinzugefügt. Da haben wir dann einmal von hier und einmal von der Seite, also von beiden Seiten quasi, abgeklebt, konnten dann richtig schön hier so eine Art Fuge ziehen. Und das ist jetzt einmal komplett außenrum. Jetzt sollte das Ding also auch wirklich komplett dicht sein. Sieht man jetzt auch hier von der Seite noch mal relativ gut. Ne? Hier ist diese Fuge drin und damit ist das Ding jetzt wirklich komplett dicht. Denn wir haben einmal komplett abgedichtet auf der Auflage, dann haben wir es zugeschraubt und jetzt noch mal eine Abdichtung von außen dran gemacht. Da sollte jetzt definitiv nichts mehr passieren. Und jetzt sieht man hier auch noch mal sehr schön die Tür. Die ist jetzt auch entsprechend so breit geworden. Jetzt sieht man hier auch noch mal, das ist der verbreiterte Laufwagen, den haben wir direkt bei VW bestellt, eingebaut. Dann haben wir, habt ihr ja auch schon gesehen, hinter der Schiene noch mal ein bisschen was hinterlegt, damit die noch weiter heraussteht. Und hier haben wir auch zusätzlich noch, kann man das gut sehen hier, hier haben wir zusätzlich auch noch von dem alten Laufwagen quasi was abgeschweißt, damit wir hier noch ein bisschen mehr Fläche haben. So haben wir es jetzt geschafft, dass jetzt die Tür, man sieht es jetzt hier ganz gut, ja, so einen halben bis ganzen Zentimeter, ich würde sagen, es ist ein, ja, eher ein halber Zentimeter Platz hat und vernünftig rausfahren kann. Das war's mit diesem Video und ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest dir selber mal ein Bild davon machen, ob es vielleicht, wenn du selber so ein Van ausbaust, für dich sinnvoll ist, dir solche Heckverbreiterungen einzubauen. Wichtig ist, wie gesagt, das haben wir ja auch in diesem Video gesehen, das Abdichten, dass es wirklich komplett dicht ist. Das haben wir jetzt geschafft und ja, das war im Endeffekt das, was am meisten Zeit gekostet hat und natürlich auch die Tür, die Seitentür, die Schiebetür, dass die dann auch danach noch vernünftig passt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls du noch Fragen hast, poste sie einfach unten in die Kommentare und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Ich bin auch kein Profi, was das hier alles angeht. Ich mache es auch alles learning by doing. Aber das, was ich weiß, kann ich natürlich gerne weitergeben. Ansonsten hoffe ich, dass du einen schönen Tag hast, dass du ja weiter viel Spaß an meinen Videos hast und wir sehen uns hoffentlich auch dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.